Freunde, seid gegrüßt zu diesem neuen Video. Ich möchte heute mal wieder mit Trike und Fahrradwohnwagen rausfahren. Und zwar habe ich mal wieder richtig Bock, im Wald zu übernachten. Das Witzige ist, nach der Alex Tech Tour habe ich das Ding einfach mit allen Akkus hier, das sind knapp 4 Kilowattstunden, einfach so leer abgestellt. War ziemlich leer. Und jetzt hat er das mal eben schon schön über die Sonne hier quasi vollgeballert. In der Zeit, wo das hier draußen stand, ist es halt natürlich auch ultra praktisch. Ich muss jetzt einfach nicht mal die Akkus irgendwie extern aufladen, sondern ich kann gleich mit einem vollen Trike wieder starten, ne? Mega cool. Heute ist auch das dicke kleine Pony mit dabei, ne? Und deswegen werden wir nicht den großen Fahrradwohnwagen nehmen, sondern den kleinen. Das ist ja der große. Da hat es nicht ganz so bequem, weil das erhöht ist. In dem kleinen Fahrradwohnwagen, der da drin ist, hat es einfach deutlich bequemer, weil ja, das ist mehr Bett vorhanden, was niedriger ist. Und da ist dann vorne so eine schöne Ecke, wo sie sitzen kann. Und deswegen nehmen wir auf jeden Fall den kleinen, dass die es ein bisschen bequemer bei der Fahrt halt hat. Wir haben immer noch einen sehr niedrigen Sonnenstand, es ist aber gerade mal um 10 und die Gesamtsolarleistung beträgt schon 233 Watt, Alter. Das wird im Sommer richtig fett. Und wenn man überlegt, wenn es mit der Spritpreiseskalation weitergeht, da die ganze Fuhre braucht bei 25 km/h ungefähr 1 Euro auf 100 Kilometer, auch mit Gegenwind, mit Steigungen und so weiter. Wo du wirklich dann auch diese Masse relativ schnell und zügig, ohne dich selber tot zu machen, bewegen kannst. Kannst auch jetzt einen Lastenanhänger dranhängen und irgendwelche Dinge transportieren oder zum Campen was anhängen oder einfach nur mit dem Trike rumschießen. Und da ist das schon ziemlich, ziemlich geil. Also wenn wir irgendwann mal vielleicht bei 5 Euro pro Liter Diesel oder sowas sind, ne, dann freust du dich über so ein Ding, was an jeden Kilometer, den du damit zurücklegst. Ich muss auch noch was am Tiny House holen. Das ist von hier so, keine Ahnung, 30 Kilometer circa weg. Und werde das dann halt auch gleich mit dem Teil erledigen. Ne? Bei dem schönen Wetter, warum nicht? Ich habe jetzt auch zum Livestream und so hier mal noch so ein Tablet besorgt, weil ich einfach den Chat nicht vernünftig ablesen konnte. Und bin mal gespannt, ob die Halterung das hier auch wirklich halten kann, den ganzen Spaß. Aber ja, muss ein bisschen aufpassen, dass er nicht so viel im toten Winkel halt hinten verschwindet. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug. Vielen Dank, dass Sie mit Kreer reisen. Übelst witzig, oder? Da das Trike ja schon sehr oft mit dem Blitzer, der Fahrradwohnwagen sehr oft mit diesen Blitzern verwechselt wurde und hier zufälligerweise am Straßenrand dieser Blitzer stand, konnte ich natürlich nicht vergreifen, nochmal schnell eine Aufnahme davon zu machen. Zudem, bei diesen Dieselpreisen ist man hier mit dem Solarmobil definitiv cooler unterwegs. Alter, 2,30 Euro. So. Da fahre ich nicht runter. Da habe ich noch einen Christian getroffen hier. Raw Spirit, irgend so ein Esoterik-Kanal, ist nicht zu empfehlen. Nee, also macht da, was so ernährungstechnische Dinge angeht, ziemlich gute Videos, finde ich. Und auch so, was so menschliche Sachen, psychologische Sachen angeht, macht da ziemlich gute Videos. Tja, und wir haben uns gedacht, dass wir uns heute einfach mal zusammen eine Runde fahren. Weil ja, das Fahrrad muss ich euch zeigen, Alter, das seht euch ein, vor allem der Lenker. Das habt ihr noch nicht gesehen, so eine So eine Konstruktion habt ihr noch nicht gesehen, das muss ich euch mal schnell zeigen. Hallo erstmal Christian, ich freue mich, dass wir heute zusammen eine Runde fahren. Guten Morgen da unten. So, guckt euch mal diesen Lenker an, Alter. Muss ich auch noch erstmal im Rentnermobil aufstehen, das ist ja furchtbar. Na, keine Ahnung, warum er sich das gebaut hat, aber es sieht einfach ultra witzig aus. Man kann einmal hier anfassen, einmal hier und hier und hier und hier und hier und hier anfassen. Also 1, 2, 3, 4, 5 Griffpositionen, ja, kann man machen. Willst du mal kurz erzählen, warum du diesen Lenker gebaut hast? Ja, aus Bequemlichkeitsgründen halt, weil ja, man kann halt aufrecht da sitzen. Okay, weil du bist ja relativ groß halt, ne? Genau. Fast 2 Meter oder sowas, ne? Genau, 1,93 und es ist halt einfach eine aufrechte Sitzposition, ist halt gesünder für den Rücken und ja, wenn du dann halt tief fahren willst, dann kannst du halt unten angreifen und sowas halt, ja. Weil es ja für längere Strecken halt ja, definitiv. Also das ist mir bei meinem Stahlrahmenfahrrad auch aufgefallen, es ist einfach angenehmer aufrecht zu sitzen, du kriegst sonst mit den Schultern wie Sau halt, ne? Ja, aber da war ja der Magen, der sich so zusammengepresst hat. Da kann ich dir so ein Rentnermobil empfehlen, weil da ja. Sind die ganzen Probleme weg. Ich habe zwar noch ein bisschen Knie, aber ansonsten ist es wirklich sau bequem. Ja, der Preisunterschied ist wahrscheinlich dann das. Der Preisunterschied ist der entscheidende Punkt, ja, das ist richtig. Aber wenn ich mir die Dieselpreise an der Säule angucke, da 2,40, da bist du jetzt mit so einem Ding cool halt, ne? Das stimmt, ja. So schön mit Solar, das ist dann schon geil.
definitiv. Na, wir gucken jetzt erstmal, wo wir hinfahren. Wir wollen unterwegs ein bisschen was essen und dann will ich heute Abend noch im Wald pennen. Und schau mal gucken, wie der Tag so wird. Wir kommen ja gerade angefahren und da ist ja so ein wunderschönes Schild. Ich meine, lest euch das mal in Ruhe durch. Betrifft vielleicht einige von uns. Mich und den Christian da eher in der dritten Zeile von unten, würde ich mal sagen. Sehr, sehr cool. Einfach mal Pause machen und durchlesen. Tja, ist ein bisschen Wahrheit drin, ne? Ja, auf jeden Fall. Asche auf unser Haupt. Das ist wirklich witzig, das Schild. Da kam gerade auch der Besitzer raus, der das dran gemacht hat. Und ja, das wollten wir uns mal angucken, weil uns betrifft es ja irgendwie indirekt auch. Sehr geil halt. Und der Christian da vorne auf seinem Fahrrad mit seinem Lenker, ich könnte mich nur weghauen. Ich muss das Ball von vorne filmen. Das sieht so geil aus. Ich habe noch nie jemanden so mit dem Fahrrad rumschießen sehen. Mega geil. Wieder König auf seinem Fahrrad. Wir sind mal kurz am Penny jetzt hier was zu essen holen gewesen. Und das dicke Pony kriegt natürlich auch was ab. Ich bin ganz aufgeregt. So was Verfressenes. Und die Solaranlage, die hilft dir auch fleißig mit. Das bringt das Hauptpanel. Und das ist die Kombinationslösung, die wir gerade haben. Ja, sehr schön. 280 Watt. Schon ziemlich gut, ne? Und es ist jetzt gerade mal 13 Uhr, von 10 bis 13 Uhr. Und das, was haben wir jetzt, März, glaube ich, oder so? Keine Ahnung. Also der Monat nach dem Februar. Sonne steht noch nicht sonderlich hoch und wir haben jetzt schon eine Kilowattstunde aus der Sonne gezogen bei der Fahrt. Das ist krass. Ja, ist das herrlich hier. Also das ist doch mal ein schöner, angemessener Platz. Angemessener Platz für eine Pause, würde ich mal sagen, oder? Aha. Sehr, sehr schön hier. Ob das denn hier reinfließt, ich hole die nicht raus, Wasser ist kalt. Ah, dieser herrliche Sonnenuntergang. Also noch nicht ganz, aber bald. Also wie die Zeit wieder vergangen ist, ey. Ich habe jetzt hier mal auf dem Testgelände Daumengas aktiviert. Das ist einfach zu geil, ne? Gib's Gas und bam, bang, bist du. Mega nice. Das ist fast so schnell wie mit dem Fahrrad. Angeber! Was ist das für eine Klingel? Ist die digital oder was ist das? Scheiße. Kann auch lieber das. Wir sind hier Ende. Wenn wir sehen wollen, wie er das Ding gebaut hat, der noch einen YouTube-Kanal. Gerade das Ding zusammengebaut, die Frau Lohner. Dieser Lenker ist einfach zu geil. Ich halte das nicht aus. Mega cool, ey. Noch nie gesehen, sowas. Raw Spirit. Dass der Papa Tonwagen das Tiny House trifft. Home sweet home. Ja, ist eine Weile her, als ich das letzte Mal jetzt hier war. Tja, momentan nutze ich halt sehr oft das Auto, wenn ich hier kurz hier bin. Jetzt halt auch mal den Fahrradwohnwagen. Ist schon mega praktisch mit dem Fahrradwohnwagen. Einfach mal hierher gefahren, geht ja auch, ne? So. Macht dann noch mal mehr Spaß, wenn der Dieselpreis irgendwie bei 2,30 ist halt, ne? Das sieht doch aber mal vielversprechend aus. Hier werden wir doch irgendwo ein schönes Plätzchen finden, denke ich mal. Also ich gebe es zu, ich habe nämlich immer noch Knieprobleme von der Alex-Tektor und ich fahre jetzt hier mit dem Daumengas. Ich habe das wieder aktiviert. Und das ist verboten, das darfst du halt nicht machen. Also bis 6 km/h darfst du es aber darüber halt nicht. Und normalerweise ist es bei mir genau auf 6 km/h programmiert. Das ist aber echt schwierig, wenn du das immer aktiviert hast, das wieder zurück zu programmieren. Ich mache es natürlich im Straßenverkehr, weil du einen Unfall oder irgendwas hast, das ist dann schon ein Problem, denke ich mal. Aber das ist so, das macht so einen Spaß. Ich finde es echt schade, dass es nicht wenigstens bis 26 km/h oder so legal ist. Denn der Fahrspaß, der mit Daumengas, der ist schon einmalig gut letztendlich. So, gerade wenn du in so einem Gelände rumfährst, wo es so relativ schaukelig ist, du kannst schön entspannt, machst einen kleinen Gang rein, ohne zu treten, kannst dich entspannt hier durchnivellieren. Einfach nur herrlich.
Beschleunigung selbst auf so einem Waldweg hier mit dem Daumengas ist halt echt auch schon mega geil, ne? Da oben könnte ich mir ganz gut als Schlafplatz vorstellen, aber das ist ziemlich steil auf diesem moosigen Waldboden. Keine Ahnung, ob ich das da hochschaffe. Ich guck mal. Nee, also das ist mir zu steil da oben, da bin ich zu exponiert. Da suche ich mir lieber nochmal eine andere Stelle. Ich schlängel jetzt schon eine ganze Weile diesen kleinen Pfad hier entlang. Mal gucken, ob sich hier was Schönes anbietet. Hier neben diese wunderschöne Eiche werde ich mich stellen, diese Party. So bin ich von der Straße aus halt nicht zu sehen, ne? Schön Licht, wie gesagt, ausgemacht. Und da denke ich mal, weil ich eine schöne ruhige Nacht habe. Man muss halt immer ein bisschen auch nach Bäumen gucken. Ich denke, bei dieser Eiche hier oben, das sind so ein paar dünne Äste, die hier runterkommen, das wird der Fahrradwohnwagen wohl überleben. Der da ist schon ziemlich morsch, da möchtest du nicht drunter stehen, ansonsten geht das ja eigentlich. Und wir haben ja auch keinen Sturm die Nacht, aber da muss man wirklich im Wald aufpassen, ne? Weil so ein Ast hat Bums, ne? So, dann richten wir uns mal häuslich ein. Aber zuerst das Pony mal rauslassen, dass es ein bisschen rumschlagen kann. Ja, Pony, willst du mit rauskommen? Ist gerade? Ja, fein, holst du freche Schnecke? So, dann würde ich mal sagen, gehen wir über zum entspannten Teil des Abends, nicht wahr, Pony? Da wird mal ganz schön schnell dunkel hier, ey. Ja, schieb ich mir schnell aus, Tür zu und dann an die Heizung. Pony, ey? Komm, ich mach das erstmal bequem hier. Wir chillen erstmal. Die Stimmung im Wald ist irgendwie immer ganz besonders, ey. Ich mag das voll. Ach, ist es hier nicht herrlich gemütlich drin, man sieht nicht viel. Aber dann auch dieser herrliche Mond noch da oben. Es ist schön. Ah, ich habe Karis Wassernapf vergessen, das heißt, sie muss jetzt aus dem Topf trinken hier. Scheiße. Ich helfe dir hier, so. Lass mal schnell die Heizung anschmeißen hier. Ja, die Nacht soll es irgendwas so um die minus 4, 5 werden hier. Und ich habe jetzt schon hier kuschelige 22 drin. Und das, obwohl der Gasbrenner die ganze Zeit auf der kleinsten Stufe letztendlich läuft. Ne? Also man kann den nicht viel weiter runterdrehen. Der geht dann halt einfach mal eben aus. Ne? So ein bisschen zack aus. Ne? Wenn die Gasbulle voll ist, mehr ist dann halt nicht. Ne? Und das dicke Pony hat sich schon mal gut getan in meiner Hose. Man sieht es quasi kaum. Aber ja, es hat es sich hier schon sehr bequem gemacht, es liegt gern zwischen meinen Beinen. Diesmal andersrum, wahrscheinlich ist das ein Geruchsproblem, aber ob das da Richtung Füße besser ist, ich habe keine Ahnung. Tja, Kari, was soll ich sagen, essenstechnisch sieht es heute richtig beschissen aus. Also es könnte schlimmer sein. Ich habe hier eine Tüte Uncle Ben's Reis. Ich habe es total verpeilt, mal ordentlich einzukaufen. Und irgendwie noch Goldmais und Kokosmilch noch irgendwie als Reserve. Baut es noch Senf, ein paar Tomaten, eine Gurke und Maggi. So, und daraus müssen wir jetzt... Das rühren wir jetzt alles wie gewohnt irgendwie zusammen und mal gucken, ob das schmeckt. Komm mir nicht so vorwurfsvoll an, wir gehen morgen früh einkaufen, ja? So, ich gucke gerade mal, was die Solaranlage heute gebracht hat. Wir haben bei Solarfläche Nummer 1, die hat heute 900 Wattstunden gebracht. Tja, bei dem zweiten Regler weiß ich einfach die PIN nicht mehr. Kann sich natürlich dann nicht connecten. Also, da muss ich mal gucken, das kann man glaube ich irgendwie resetten. Aber das müssten so ungefähr, den hatte ich halt in Pausen immer optimal ausgerichtet zur Sonne, das müssten auch mindestens, ich sag mal so 300 Wattstunden wären das mindestens gewesen sein, eher 400. Also 1,2, 1,3 Kilowattstunden Strom haben wir heute aus der Sonne gezogen beim Fahren und beim Stehen. Es war den ganzen Tag sonnig, allerdings steht die Sonne noch sehr, sehr niedrig. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Im Prinzip ist heute all das, ich bin heute auch nicht viel gefahren, all das, was ich heute gefahren bin, das waren vielleicht so 50, 60, 70 Kilometer, irgend sowas, ist halt komplett über die Sonne reingekommen. Ganz locker. Mega geil. Und ich bin eh langsam gefahren. Als Vorspeise gibt es erstmal ein paar Gurkenscheiben mit Maggi. Man gönnt sich ja sonst nichts. Mmh.
Ich glaube, heute ist das mehr Dosen und Tüten aufmachen als kochen. Ne? Zuerst mal Mais. Scheiße. Dann diese Kokosmilch. Immerhin noch so ein paar frisch geschnittene Tomaten. Kann ich hier reinmachen. Natürlich noch ein bisschen gute Maggi-Würze. Der gute Bautzner Senf. Die könnten mal ruhig mich wegen dem Sponsoring anschreiben. Ja, ohne das, was wirklich gut ist, kriegst du nicht. So, jetzt erhitzen wir das ganze Elend noch und gucken, ob das dann was taugt. Also ich benutze seit diesem Fahrradwohnwagen so das erste Mal richtig intensiv, auch wo ich mit Alex unterwegs war. Vorher war das ja eher so der Fahrradwohnwagen mit dem Bärbel unterwegs, war nicht mal so ab und zu zum Test, ne? Und jetzt, wo ich mit denen so umgebaut habe, auch mit den Ablageplätzen so überall hier schön da für, auf den Radkästen und so. Also ich sag das nur fast in jedem Video, aber es ist halt auch immer wieder, stellt es halt immer wieder fest und will das mir gerne mitteilen. Ich liebe diesen Fahrradwohnwagen immer mehr, so unterm Strich mit allen Faktoren, die eine Rolle spielen, ist das jetzt, glaube ich, mein Lieblingsfahrradwohnwagen geworden. Die Nachteile, die der gegenüber dem Creon Imperial hat, macht er mit anderen Vorteilen wie Gewicht und so weiter wieder wett, ist trotzdem saugemütlich irgendwie und bietet genug Platz. Es reicht zu, manchmal ist weniger eben doch mehr alt einfach, ne? Und der hat nur auch seine 2000 Kilometer irgend sowas in der Drehe ungefähr runter. Tja, und geht halt auch für meine Körpergröße und mein Gewicht, mit dabei wiege ich dann nur so an die 85 Kilo, funktioniert das einfach. So, und das mit 26 Kilo leer, das ist geil. Da ich mich ja nur auch entschieden habe, schon seit über einem Jahr jetzt keine Werbung für andere Firmen zu machen, sollte ich es vielleicht wenigstens mal auf die Kette kriegen, für meine eigene Scheiße Werbung zu machen. Es gibt von diesem wunderschönen Fahrradwohnwagen gibt es eine Baudokumentation auf meiner Homepage, die man käuflich erwerben kann und damit diesen Kanal auch unterstützen kann. Also wer sich so einen Fahrradwohnwagen bauen möchte, kann sich sehr, sehr gerne diese Anleitung kaufen. Würde mich sehr freuen. Wurde bis jetzt sehr gut angenommen. Wurde ungefähr 400, 500 Mal circa insgesamt bis jetzt verkauft in der Zeit. Finde ich schon ziemlich krass. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal irgendwas schreibe, wofür jemand Geld ausgibt. Ich kann ja eigentlich gar nicht schreiben. Aber ich habe damit auch viel Mühe mitgegeben. Und auch schön Bilder gemacht und so weiter. Schön so ABC-Schritte und so. Also man kriegt das mit einfachem Werkzeug gut hin, sich sowas selber auch nachzubauen mit dieser Dokumentation aus meiner Sicht. Natürlich muss man auch ein bisschen basteln und bauen können halt. Ne? Also wenn man irgendwie zu blöd ist, eine Glühbirne zu wechseln, dann kann man halt auch nicht so einen Fahrradwohnwagen bauen. Ne? So, Essen ist fertig. Ich habe schon mal probiert. Es schmeckt nicht ganz so geil. Es ist ultra fettig durch die Kokosmilch. Aber der Hunger treibt es halt rein, ne? Und ich habe wirklich Hunger. Wie herrlich gemütlich das hier ist. Und wie schön der Mond hier durch mein Fenster auf mein Gesicht scheint, also in meine Augen rein, das ist so geil. Und man hört auch schön, wie die Rehe bellen draußen und wie es im Laub raschelt und so. Also gerade bellende Rehe, die sind wirklich sehr, sehr witzig. Und man fühlt sich in diesem Fahrradwohnwagen eigentlich sehr, sehr sicher halt. Ne? Das ist eigentlich wie in einem Zelt, man fühlt sich schon in einem Zelt relativ sicher im Wald. Ich habe im Wald auch schon oft auf dem Waldboden einfach so geschlafen, ohne Zelt. Da gibt es auch Videos von. Da fühlt man sich dann eher so verletzbar, verletzlich. Witzig, dass da so eine dünne Zeltwand irgendwie ändert. Und natürlich hier mit diesem Fahrradwohnwagen fühlt man sich im Wald, als wäre man in einem Panzer. Hier würde aber allerdings wahrscheinlich ein Oberschenkel dicker Ast von oben zureichen, dass hier die Lichter halt aus sind und ich bloß von der Lichterkette. Aber ich fühle mich hier ultra sicher drin. Das kann aber auch daran liegen, dass ich halt schon tausende von Nächte draußen in Minicampern und so weiter verbracht habe. Und das war halt auch nicht immer so in meinen ersten Nächten, vor allem so ohne Fahrradwohnwagen draußen einfach so. Mit dem Rucksack, das hat eine gewisse Zeit gedauert. Man erinnert sich da halt nur nicht mehr so dran. Aber so wie jetzt hier, ich fühle mich pudelwohl und ich weiß, ich werde hier drinnen stundenlang schlafen wie ein Stein. Ich hoffe es zumindest, so ist es meistens. Und ja, ich genieße noch ein bisschen schön den Blick hier so in den Ofen rein mit meinem Rotlicht da. Ne? Schon. Ich mag das einfach. Ich werde das, bis ich sterbe, mögen. Und das Pony hier, die Kari, auch schon sicht im Lalaland. Kari, das ignoriert mich. Ach, jetzt. Ist das die Kari? Jetzt bist du das? Oh, du hast schon geschlafen, ganz toll, ne? Hier, meine süße Dicke. Ja. So, Schlafenszeit, die Heizung mache ich aus. Ich habe hier auch unter mir schön die Heizdecke aktiviert. Und das wird eine sehr, sehr kuschelige, gemütliche Nacht, Freunde. Naja, ich werde jetzt mir noch ein bisschen hier so eine Nahtoderfahrungsdoku angucken. Ich gucke mir sowas sehr, sehr gerne an. Ich denke, da ist noch nicht alles erforscht, was es dazu halt gibt. Und ich bin gespannt, was da die Wissenschaft noch in den nächsten Jahrzehnten bringen wird. Und ja,
dann wünsche ich euch auch eine gute Nacht, einen schönen Tag, was auch immer gerade ist, und wir sehen uns dann morgen früh. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr kennt den Spruch, aber es ist so, ich habe wieder mal geschlafen wie ein Baby. Einmal war ich die Nacht wach um 4, da war ich mit Karin noch mal draus pinkeln. Ansonsten habe ich echt durchgepennt hier. 8 Stunden ungefähr waren es. Und es ist wieder einfach wunderschönes Wetter. Oh, guten Morgen. Und wie hast du so geschlafen? Soll ich mal rausgehen? Hm? Mal rausgehen? Mal rausgehen? Ach, das war ein schönes, friedliches Plätzchen hier. Absolut meine Ruhe gehabt die Nacht. War genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. So, und jetzt geht's wieder nach Hause. Ich bin jetzt hier auf dem Rückweg. Ich habe immer noch das Daumengas aktiviert auf diesem Waldweg. Es macht halt einfach zu viel Spaß. Einfach nur schön Gas geben. Man kann seine Knie entspannen. Boah, ist das cool, ey. Naja, von an der Hauptstraße werde ich dann wieder natürlich rückprogrammieren, weil du willst von der Polizei nicht damit erwischt werden. Tja, Freunde, das war's dann mit dem Video, mit dem kurzen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es wird immer wieder mal so einen Ton geben. Weil das ist ganz einfach, warum. Ich liebe es. Ich habe den Scheiß ja nicht nur gebaut wegen YouTube und so. Klar, das hat natürlich noch ein bisschen mit beschleunigt und mir vereinfacht. Vor allem finanziell. Ne? Wenn durch die Projekte Geld reinkommt, kann man sich sowas dann halt auch eher leisten. Aber der Hauptgrund ist, und das ist genau wie in meinem ersten Video damals gesagt, wo ich nie gedacht hätte, dass es so einen Hype gibt, dass ich einfach riesen Bock habe, mit so einem Ding rauszufahren. Ne? Also wo ich meinen allerersten Fahrradwohnwagen gebaut habe. Das war der Hauptgrund. Ich dachte, okay, du hast ja eh nur einen YouTube-Kanal, machst da halt ein paar Videos drüber. Dass das so ankommt, hätte ich nie gedacht. Dafür bin ich euch unheimlich dankbar. Und das hat das Ganze halt auch erst bis zu dem Punkt jetzt hier halt ermöglicht. Ne? Und weil ich das eben so fühle, weil ich das liebe, werde ich immer, und wenn ich nicht weit wegfahren kann, dann fahre ich halt nicht weit weg, dann fahre ich halt um die Ecke. Aber ich werde immer wieder rausgehen mit dem Gerödel, solange ich das körperlich kann, weil es einfach zu geil ist. Es ist vom Campen her immer noch für mich das Geilste, was es gibt. Der Minicamper, der Dacia ist auch ganz cool, den fühle ich auch noch ziemlich heftig. Alles, was so größer ist, also je größer, desto weniger fühle ich es, sage ich ganz ehrlich. So, vor allem halt, wenn du alleine bist. Dieses Fahrradwohnwagengespann hier, das ist halt einfach so die Freiheit, sage ich mal. Ne? Und dann noch diese Spielerei mit den Solarflächen, und ihr habt ja gestern gesehen, wie viel an Solarenergie reingekommen ist. Ne? Das ist ja gar nicht mal so übel. Also das ist schon fetzig. Mir macht das unheimlich viel Spaß. Und bei den Dieselpreisen, 2,30 und so eine Späße, ne? Also ich fahre hier mit, selbst wenn ich nicht viel mache, fahre ich hier mit 1 Euro auf 100 Kilometer ungefähr durch die Gegend. Und das schaffst du auch mit dem Elektroauto, da hast du das 10, 15, 20, 30-fache an Kosten halt. Ne? Also für den Nahbereich und so ist sowas schon cool. Und wenn das weiter so läuft politisch und energietechnisch, preistechnisch und so, dann wird das Ding wahrscheinlich noch Vorteile mit sich bringen, die ich so gar nicht gesehen habe. Also lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Ciao.